Ich habe heute mal ein etwas anderes Video für euch. Und zwar habe ich einen kleinen Review, nein, nicht Review, Rewind oder wie das auch immer heißt, für 2014 zusammengebastelt. Und zwar vor genau einem Jahr, also am, naja, nicht ganz genau, aber halt am 2. Januar 2014, habe ich bei der süßen Sarah Sorceress, die mein persönliches Vorbild auch ist, einen Status entdeckt. Und zwar lese ich euch mal kurz vor. Blueberry hatte eine super tolle Idee. Das Jahr 2014 hat 365 Tage. Jeder davon ist Gold wert. Egal, was man gerade macht, wo man ist und mit wem. Deshalb will ich heute an jedem Tag ein Bild festhalten. Es ist egal, ob morgens oder abends, aufgestylt oder Gammelook. Hauptsache, es zeigt die Situation, die diesen Tag ausmacht. Am Ende des Jahres werde ich, insofern ich das durchhalte, ein Video aus den Bildern zusammenfügen. Hat nicht irgendeiner von euch auch Lust, diese Herausforderung mit uns gemeinsam anzunehmen? Hashtag Challenge Idee des Jahres. Wäre toll, wenn ihr das teilt. Und viele mitmachen, das kann mit euch was ganz Tolles und Großes werden. Ich dachte mir so, klingt ganz cool. Und da ich sowieso nur am Selfies machen bin, dachte ich, ich mache da doch mal mit. Also Challenge Idee des Jahres. Und ja, da habe ich mir gedacht, dann mache ich doch für 2014 so ein Selfie-Video. Und da habe ich mir dann noch einen schönen Text dazu ausgedacht, in dem ich euch so erzähle, wie mein persönliches Jahr 2014 und so war. Ihr könnt mir in die Kommentare drunter schreiben, wie euer Jahr 2014 war, ob gut oder schlecht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt und, und. Ich würde mich sehr freuen, wenn euch es gefällt, dann gebt mir einen Daumen hoch. Immerhin habe ich an dem Video ein ganzes Jahr gehangen. Also wirklich, ich habe wirklich jeden Tag ein Bild gemacht. Wirklich jeden Tag. Und es hat auch echt lange gedauert, die ganzen Bilder zu bearbeiten und was weiß ich nicht alles. Und naja, jedenfalls, hier ist das Video. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich hoffe, den Text hört ihr euch auch an, weil das ist manchmal noch ein bisschen ernster gemeint. Und ja, dann wünsche ich euch wirklich einen schönen Rutsch ins neue Jahr und macht was aus euch. Ich hab euch lieb und danke für alles. Ciao. Das war also das Jahr 2014. Was für ein Jahr. Es ist viel passiert. Ich glaube, das kann jeder von euch behaupten. Vor allem sind viele stressige und auch nicht so schöne Dinge passiert. Prüfungen, Enttäuschungen und. An manchen Tagen ging es mir wirklich so dreckig, dass ich einfach nicht mehr konnte. Ich wollte aufhören, mit allem, mich weiterhin in mein Paradies hineinträumen. Aber damit muss man ja in jedem Jahr rechnen. Es sind aber auch sehr viele, sehr schöne Dinge passiert. Ich habe jede Menge neue Leute kennengelernt, Freundschaften wurden geschlossen und vor allem Erfahrungen wurden gemacht. Es gab auch viele Höhepunkte im Jahr 2014. Ich habe wieder mal, wie in 2013, Laufstegmodel für Taco und AWG gemacht. Die Premiere unseres Theaterstücks Macbeth stand an, in dem ich Lady Macbeth spielte. An dem Stück hatten wir ein ganzes Jahr lang gearbeitet und es war echt eine wundervolle Zeit.
Dann war da noch der Türkei-Urlaub mit meiner Familie. Aufregende Boxkämpfe, bei denen ich immer ganz vorn mit dabei war und als Nummerngirl aushelfen durfte, was mir übrigens sehr großen Spaß gemacht hat. Und ich war campen mit meinen besten Freunden. Ich habe endlich mein Bauchnabelpiercing bekommen. Und natürlich habe ich auch ein neues Hobby für mich entdeckt. Bauchtanz. Außerdem hat Steffi Flock im November die 200 Abonnentenmarke geknackt, was mich riesig freut. Danke für alles. Also auch, wenn viele sagen, dass das Jahr 2014 total scheiße war, muss ich doch zugeben, dass es für mich persönlich auch viele gute Seiten hatte. Ich bin wieder ein Stück erwachsener geworden und reifer natürlich. Und so wird es auch sicherlich jeden gehen, der sich dieses Video hier gerade anschaut. Ich wünsche euch allen also einen wundervollen Start ins Jahr 2015. Auf, dass ihr alle eure guten Vorsätze erfüllen könnt. Einer meiner Vorsätze ist es auch, einfach glücklicher und entspannter zu sein. Das, was mich runtergezogen hat, loszulassen und daran festzuhalten, was mir ein Lachen ins Gesicht zaubert. Einfach mal die Magie der Welt in sich aufsaugen, spazieren gehen, die Natur genießen und mit sich ins Reine kommen. Ich glaube, um dazu zu animieren, werde ich im nächsten Jahr auch ein paar Naturvlogs machen. In diesem Sinne, ein frohes neues Jahr euch allen. Und denkt daran, das Leben ist schön. Feenstaub!